Bereit für eine weitere Folge Unterhaltung mit Niveau? Ja, okay. Bereit für eine weitere Folge Unterhaltung mit uns? Sehr gut. In der letzten Folge ging es um 30 Silberlinge und darum, dass die Runner oder, naja, die Protagonistinnen durch verschiedene Informationsquellen, wie zum Beispiel Stevans Schwester, dem sehr freundlichen Barmann der Spätschicht, einer Seitengasse und der Matrix folgende Informationen gewonnen haben. Der Verbleib Stevans Bruder Vitali hängt zusammen mit Tor 1, dem Verschwinden von Rabutnik-Leuten, Tor 2, Immunsuppressiva und deren Einnahme bei trotzdem auftretenden allergischen Reaktionen, Punkt 3, Stevans Schwester Maria und ihrem Spanienaufenthalt oder Punkt 4, ihrem Lieblingsfreund und Helfer Gernfist. Ah ja, Tor 5 ist dann der Zong, versteht sich. Ding, 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 ding. Ja, 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 du hast absolut recht. Recht hat er! Schlecht. Ich würde sagen, es wäre besser. Das heißt. Recht und Ordnung! Also, Kinnas, Jojo und Steppi, wir haben jetzt echt ein Problem hier, weil die Frau Galina Krylov ist tot, dann der Herr Gordy Fomin ist tot, mit denselben Suppressiva, die auch Steppis Bruder zu sich genommen hat, und die Frau. Sacharow, die den Empfänger unbekannt adressiert hat mit ihrer Rede, ist auch nicht aufzufinden. Und das Einzige, was wir wissen, ist, dass in der Gasse irgendeine Schießerei war. Hier, Steppi, du hattest den Barmer nicht gefragt, ob der irgendwie, ob dein Bruder da war, als die Schießerei stattgefunden hat, oder? Nee, hat er nicht. Aber wir wissen auch nicht genau, ob irgendwie diese komischen Medis oder so, überhaupt was damit zu tun haben. Also ich sag mal, wenn du so ein Medikament rausbringst und irgendwer so ein Medikament vielleicht irgendwie nimmt und was weiß ich, ich meine, Allergien sind ja heutzutage echt nicht seltenes mehr und vielleicht haben die einfach, ist das einfach Zufall gewesen. Also ich sag mal, die ganzen Sachen müssen ja nicht mal was miteinander zu tun haben, weil eigentlich passt davon nichts zusammen. Ja, möchtest du jetzt die Medikamente mal zu dir nehmen für 2 Tage und schauen, ob du vielleicht blutende Augen bekommst mit Sirupauslauf und Probleme mit dem Verdauungstrakt? Von mir aus nehme ich die Dinger auch mal für 2 Tage, das ist mir doch Wurst. Ah ja, okay. Keine Frage, ich klopfe dir wieder ans Kästchen an deinem Kopf. Steppi, du musst dir mal noch dein Bild reinmachen. Ich kann mir gerade Steppi nicht vorstellen. Was für eine Diva. Ja. Du, kein Anschluss mehr an diese Nummer. Lülülü. Muss jetzt mal gucken, ob ich das Bild nochmal habe. Wie? Am Buttplug hat er das. Und das war jetzt nur deshalb gesagt, weil wir dieses Wort auf jeden Fall nochmal erwähnen mussten, diesen Spielabend. Ich finde aber eine Rotationsmuschi jetzt auch nicht so schlecht. Deswegen haben wir sie ja in der Gruppe. Richtig. Also was für eine Aufgabe habe ich denn sonst? Sekunde hat es gedauert eben. Bis ich. Ja, okay. Ja, Ha. Schäme mich. Herr Korschken. Wofür schämst du dich? Für euch. Warum schämst du dich vor uns? Mit Recht. Also, Kinas, hier. Ja. Nein, also wie gesagt, keine Ahnung. Und irgendwie passt das alles überhaupt gar nicht zusammen und es irgendwie fühlt sich das so an, als ob das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Also ich weiß nicht, Steppi, deine Schwester. Ja. Hat die irgendwas mit irgendwelchen zwielichtigen Gestalten zu tun? Also jetzt nicht nur mit dir, sondern halt, weiß was ich. Die hat einen Macker und der war oder ist in einer Gang. In welcher Gang? Das habe ich nie definiert gehabt. Gut möglich, dass ich das auch gar nicht weiß. Ah, du weißt das gar nicht. Steppi weiß das gar nicht. Weißt du es nicht? Da ist es. Was ich meinen kann. Und heute knackt Steppi irgendwie. Ja. Ja? Inwiefern? Du bist ein Knacker. Wenn du das Mikrofon einschaltest, knackst du. Ich habe das Mikrofon nicht auf irgendwie. Das ist Dingensen. Das ist wohl am Kabel liegen. Vermutlich. Nee, es ist halt noch nicht mal ein Kabel. Das ist Funk. Dann schalt mal deine ganzen Wireless-Geräte aus, bitte. Versuch mal was. Außer den Router. Wie ist es jetzt? Ist es jetzt besser? Nö. Das ist doof. Okay. Na, es geht auf jeden Fall. Man versteht dich so. Hauptsache das. Also alle unsere Spuren verlaufen im Sand, bis auf die, also Steppis Schwester im Endeffekt, die irgendwie einen Streit mit deinem Bruder hatte. Genau. Und im Endeffekt dein Schwager wohl auch irgendwie. Und Aztec. Irgendwas hat's mit Aztec zu tun.
Das vermuten wir, weil da irgendwas mit bei meiner Schwester im Hintergrund war. Weil die dort Spanisch geredet haben. Und wir wissen noch nicht genau, ob das jetzt wirklich was mit Aztec zu tun hat oder ob die einen Spanienurlaub macht, von dem sie nichts erzählt. Dann sollten wir vielleicht mal mit deiner Schwester reden, oder? Wieso solltest du alleine mit deiner Schwester reden, weil du Angst hast? Die redet ja noch nicht mehr mit mir, freiwillig. Wieso reden wir nicht mit dir? Nein, die redet nicht mit mir. Ach, deine, ja, das ist, weil die kein Gespräch von Frau zu Frau mit dir führen kann. Richtig. Wir sollten... Ja. Ich glaube aber, die steht da auch nicht drauf, wenn wir da jetzt aufschlagen. Ich meine, die kennt uns nicht. Ihr hört einen Pfiff hinter euch. Vier Typen, übrigens könnt ihr mir das nächste Mal ruhig mal sagen, wenn wir schon losspielen. Vier Typen stehen da, mehr oder weniger lässig an der Wand gelehnt oder an den Wänden. Ein Ork, drei Menschen. Es sind offensichtlich Spikes, man sieht das halt an den, oh, pass auf, Spikes, an ihren Armbändern oder an den Schuhen oder sowas. Was sind denn Spikes? Stacheln. Ach, Stacheln, ja. Okay. Ja, krass, oder, ne? Ja. Die Spikes sind eine Gang, das musst du doch jetzt erführen, das kann doch hier niemand unser Forum lesen. Ja, aber das ging richtig. Doch den ganzen letzten Spielabend darum, oder nicht? Stimmt. Die sollen gut mal zuhören und nicht nur meckern, die gar nicht meckern. In jedem Fall, einer hat eine Knarre in der Hand, richtet sie auf den Kerl in eurer Gruppe, also Steppy. Der Mensch links neben ihm hebt an zu sprechen. Ich bin so frei. Was? Ich lasse ihn mal sprechen, ich bin so frei. Oh, du bist so nett. Mädels, Abgang. Ha? Abflug. Jo, keine Hektik hier. Wollt nur was nachgucken. Nicht du bleibst hier. Die Weiber, Abgang. Was wollt ihr denn von mir? Jojo nimmt sich jetzt Billy und zieht sie mit. Warte mal. Jojo schaut sie an, schüttelt eindringlich mit dem Kopf und zwinkert ihr dann kurz zu. Okay. Zieht sie weg. Schnellen Schrittes. Ey, du sag mal. Wir haben dich mal gesehen hier in der Nähe, auf so einem Motorrad, von den Spasten da im Süden, von diesen dreckigen Wichspissern. Ich kenne gar keine dreckigen Wichspisser. Ach so? Oh, sah ganz so aus, als wärst du mit diesen Falkenspastis unterwegs. Wie viele Leute sind da? Hier insgesamt. Einer hat immer noch eine Knarre auf dich gerichtet. Und, ich weiß nicht, ob du irgendwie zu diesen Spackos gehörst oder nicht, aber wir haben uns gedacht, hey, wir könnten denen mal eine Nachricht überbringen. Und du bist hier, also wirst du das für uns machen. Und die geht folgendermaßen. Der Typ mit der Knarre hält sie weiterhin auf dich gerichtet. Die anderen drei Typen kommen näher, ziehen sich Handschuhe an mit Nieten und Metallstreben. Und ja, sie sehen so aus, als wollten sie dich jetzt gerne ein wenig verprügeln. Prinzipiell habe ich da was gegen. Ja. Zugegebenermaßen ist es nicht leicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich dagegen habe. Was habe ich denn so in Sachen... Das ist immer scheiße, wenn der Medi drauf geht. Soll auch scheiße sein, wenn man persönlich selbst so drauf geht. Ja. Ich tue das immer mit mir verbinden. Das gibt eine Überlebenssicherheit. Wie gut... mit welchem Auto waren wir nochmal hier? Mit meinem Auto, wo? Weil ich war auf jeden Fall mit meinem Auto hier. Wir hatten alle ein Auto dabei, weil ich kam, also Sibylle kam mit ihrem Pink Panther zu dir gedüst. Ja. Zu deinem Bruder und auch Flummi-Tier Jojo kam ja mit ihrem Gedöns. Aber die stehen alle ein bisschen weiter hinten, die stehen alle an dem Staffershack, weil das hier alles in Laufreichweite war. Ja, ja, ungefähr 50 Meter weit weg. Das wäre doch am Anfang. Also ich würde meinem Auto subvokal sozusagen, sprich gedankenkrafttechnisch, sagen, Scheiße, komm her! Kann Befehl Scheiße nicht identifizieren. Befehl, komm her. Fahrzeug bewegt sich zu ihrer Position. Genau, er darf mit maximaler Geschwindigkeit und unter Missachtung möglicher Sicherheitsvorschriften, das ist wichtig, weil sonst fährt er nicht über die Leute drüber, das ist das, was er vorhat. In der Zeit tue ich Dein Auto passt nicht in die Gasse. Nicht? Ach, scheiße. Obwohl, dann herfahren ist schon mal eine gute Idee. Man möge mich daran erinnern,
meine kleine Drohne mitzunehmen, die ich dabei habe. Haha, ich bin so gut. Mein Gott. Gut, Auto kommt her. Diesmal vergesse ich es nämlich nicht. Ich habe nämlich eine kleine Drohne. Eine Augendrohne. Während ich nämlich mit erhobenen Händen und einem verschwitzten Grinsen sozusagen nach hinten gehe, dieses verschwitzte Grinsen soll ein entwaffnetes Grinsen sein, gebe ich meiner Augendrohne den Befehl, zu mir zu kommen. Die passt nämlich garantiert hier durch. Und wenn sie über dem Typen ist, mit der Waffe, ihre Rauchgranate zu feuern. Und okay, den Rauchnebel in meine Richtung zu ziehen. Du hörst noch ein, was grinst der denn jetzt so doof? Dann macht's ungefähr 10 Sekunden später. Der Typ mit der Knarre versucht sich aus diesem Nebel rauszubewegen, hustet ziemlich stark. Die anderen drei gehen jetzt auf dich los. In der Zeit, da das Auto nicht weit weg stand von Jojo, ist es ja auch entgegengekommen. Sie hat sich die Knarre geschnappt und ist noch ungefähr 10 Meter weit weg von dir. Was macht Lee, bevor ich jetzt für euch alle in die Würfel? Ja, Billy braucht eher Knarre und die wird in ihrem Auto sein, wo ihr Pelzmantel auch liegt. Also fahren drei Autos ohne Ansehen auf Sicherheitsrisiken. Volle Granate jetzt zu dieser Gasse. Nee, nicht volle Granate, nö, weil das überhaupt keinen Sinn hat. Das reicht, wenn das Ding mit normalen 30 Stundenkilometer fährt. Also meins fährt mit voller Granate. Dann macht das deins. Meins definitiv nicht, das bringt nichts. Okay, pass auf, der Mostran Echo Car von Steppy rammt natürlich erstmal Jojos Auto, Spiegel bricht ab, Geschramme an beiden Autos, kann es sein, dass mein Push-to-Talk kaputt ist? Und ja, sehr gut. Und dann kommt Steppys Auto hinter den Typen zum Stehen. So, ich wollte schon sagen, er hat einen Jackrabbit. Ich weiß, zum Glück habe ich Inni, ja, ein Jackrabbit ist das, aber das ist eine andere Marke, deswegen heißt das anders. Ah, okay. Hallo, ich wollte mal kreativ sein. In jedem Fall. Genau, ich habe schon für euch alle Inni gewürfelt, das ist sehr gut. Und da wir noch nie einen Kampf hatten, aus irgendeinem Grund wusste ich nämlich, dass jetzt ein Kampf kommt. ja, weiß ich auch nicht. Da wir noch nie einen Kampf hatten, ich werde euch nicht eure Inni ansagen, sondern ich werde einfach nur, immer nur sagen, wer dran ist. Und ich, das macht mir Spaß, da seid ihr nämlich alle völlig außer Kontrolle und wisst nicht, was ihr machen sollt. Jojo. Ich liebe es jetzt schon. Die braucht ihre Schrotflinte. Ja, habe ich ja gesagt. Mit näher kommen langsam und Drohne und alles. Die Drohne hat auch eine Weile hingebraucht und die Typen wollten halt cool ihre Macht auskosten, sind deswegen langsam auf ihn zugegangen. Du hast deine Knarre schon, du bist noch ungefähr 10 Meter weg. Und ja. Sehe ich was? Ja, du siehst einen Typen, der sich gerade aus einer riesigen Rauchwolke rausdreht mit der Knarre in der Hand. Dahinter hörst du Rufe und schnelles. Wie nah ist der Typ an Steppy dran? Habe ich eine realistische Chance, ihn zu treffen, ohne dass die Streuung den Kumpel miterwischt? Also Steppy miterwischt? Ich glaube, ich bin nicht mal grob in der Nähe von dem Typen. Also den Typen mit der Knarre kannst du erwischen, ohne dass irgendwas passiert. Die anderen siehst du gar nicht durch diese Rauchwolke. Großes Kino, alles klar. Dann wartet sie gar nicht. Dann schießt sie den Typen jetzt direkt ab. Der Typ sieht... Jetzt weg. Versteht man dich nicht, was? Der Typ sieht... Der Typ sieht dich nicht und dreht sich gerade weg und kann sich nicht verteidigen und du hast eine Schrotflinte, sagst du. Ja. So, ich hätte jetzt mein Edge mitbedingst. Du willst jetzt dein Edge da noch mitwürfeln. Ich kenne mein Würfelglück. Mach das mal. Gut. Wie schießt du Gel? Nö. Flash at me. No, Billy muss wieder kotzen. Ja. Yay! Achtung, Würfel. 4 Erfolge. 4. Ich weiß schon, warum sie ihr Dings benutzt. Yeah. Jo. Du feuerst einen Schuss ab, schrotest auf diesen Typen ab. Der kann sich ich grad... irgendwie da salbenmäßig was machen? Nee, ne? Du wirst auch noch Salben schießen? Ja. Kommt auf deine Waffe an. Okay, also du schießt ein. 3 Schüsse gibst du ab, schrotest, da du genug Rückstoßkompensation hast. Das ist egal für den Wurf. Nächstes Mal musst du aber vorher ansagen, meine. In jedem Fall schießt du 3 Schüsse Schrot auf den Typen ab und siehst erst, wie ein Arm zur Hälfte abgefetzt wird, dann fuck, große Teile seines Beines sich blutig in der nächsten Mülltonne verteilen und dann irgendwie die Hälfte seines Rückens, du siehst auch die Wirbelsäule so halb rausgucken, zerfetzt wird und er nach vorne weg, oder eher so zur Seite wegfliegt. So was wie Panzerung kannten die jetzt nicht, oder? Alter, was für Bugshots hast du da drin, ey? Bitte?
Bugshots, Schrot. Na, sagen wir es mal so. Fette? Ja, das sieht ganz so aus, wenn du... Naja, okay. Man muss bedenken, dass sie eine Waffenbastlerin ist, nicht? Also ist ihre Waffe wahrscheinlich gebastelt. Schlunze da. Und er hatte eine gute Lederjacke an. Eine gute? Die ist nicht mehr gut jetzt? Nee, nicht so wirklich. Die kann die man vielleicht noch brauchen, um, weiß nicht, Flicken draus zu machen. Lederweste ist es jetzt. Ich brauche für meinen Mortimer noch so Ellenbogenschoner. Dann nimm doch einfach die jetzt mit. Aber lass die Wirbelsäule raus, bitte. Och Mann. Gut. Wie reagieren die? Okay, bei Quinny sieht jetzt Folgendes. Aus dem Rauch heraus spritzen Blutfontänen und die Reste eines Orkes fliegen gegen eine Mülltonne und nicht so wie nach vorn stolpern, sondern eher so wie fliegen. Du siehst, wie die drei Typen sich vor dir natürlich entsetzt umdrehen und so im Laufen das Tempo verringern. Irgendwie bist du gerade echt abgehackt. Jojo, du bist eine Akro-Tante, weißt du das? Warum? Du siehst Sibylle neben dir stehen, die hat einfach nur die Kinnlade offen stehen, als würdest du gerade einen Monsterschwanz in den Mund nehmen müssen. Brand. Und guckt einfach nur, was du gerade angestellt hast. Sie hat aufgerufen. Na, jetzt mal ehrlich, wenn du schon eine Schrotflinte hast, ne, dann füllst du da doch keine Gelmunition rein. Das geht nicht, das kann man doch nicht machen. Das ist doch Ketzerei, ist das doch. Wie unser Spielleiter, der in eine Ruger Super Warhawk Gelmuni packt. Ne? Das habe ich gehört, du Arschloch. Weißt du, das ist mein erster Charakter, der sich mal irgendwie, der mal ein bisschen sich mit Waffen auskennt und ein bisschen Wert auf Waffen legt, weißt du? Den muss ich doch mal auskosten. Das ist mein erster Charakter von schon so vielen. Das ist gut. Ich wollte gerade sagen, der kann halt keine Gelmuni in 1A modifizierte und perfekte Waffe. So modifiziert ist die gar nicht. Was ist die nicht? Die hat ein bisschen Rückstoßkompensation und ein Zielfernrohr dran. Die hat mehr Rückstoßkompensation als ein Maschinengewehr. Muha-HTM. Ich kann's halt, so. Jo. Okay, mein Penisersatz. Deppi sieht, wie sich die Typen umdrehen und im Laufen ihre Geschwindigkeit verringern und sich entsetzt zu diesem Blutbad nach hinten umgucken. Und das ist interessant ausgewusst, weil sie waren ja vorher noch nicht wirklich schnell am Laufen. Sie wollten ja Macht demonstrieren. Stimmt. Die Schüsse kommen. Natürlich stolpern sie so ein paar Schritte nach vorn und dann quasi drehen sie sich um und werden wieder langsamer. Okay. Wer ist dran? Du. Das würde die Sache vereinfachen. Weil der so blöd fragt. Weil dann würde ich jetzt meine Waffe ziehen, unter der Voraussetzung, dass der Spieler sie erlaubt, dass ich sie dabei hatte. Mir gleich ja, dazu klar. Sagen muss, dass ich ja zumindest sie dabei habe. Ja, ich ziehe die Waffe und halte erstmal grob in ihre Richtung. Jungs, wenn ihr jetzt nicht ganz schnell die Hände hochnimmt, seht ihr so aus wie euer Boss. Mann, bin ich gut. Oh fuck, Alter, was geht ab? Einer nimmt die Hände hoch. Er schleudert ziemlich mit den Knien. Das ist wohl der Jüngste unter denen, der ist vielleicht gerade mal 13, 14. Du hörst irgendwas plätschern. Pipi. Das kenne ich bin Arzt. Es ist kein Blut, nein. Die auch anderen keine beiden... Sturzgeburt. Nein. Das wüsste ich nicht. Ich habe nie gesagt, ob es keine Frau dabei ist. Doch, habe ich. Scheiße. Hast du gesagt. Waren vier Typen, hast du gesagt. Der Typ erleidet spontan eine Sturzgeburt. 2080, warum nicht? Nein. Gut, die anderen beiden nehmen ihre Hände nicht hoch, aber verharren und wirken sehr angespannt. Ja, ich kann nicht anfangen zu feuern, beziehungsweise nicht, bevor sie nicht selber Fernfeuerwaffen in die Hand nehmen, weil ich bin leichter Pazifist. Ich schieße niemanden über den Haufen, der es nicht explizit wollte. Ey, alter Mann, was geht hier ab, du kleiner Spassi? Jungens, Abmarsch! Kommt die Kleine mit der Schrot in der Hand. Die kommt ein bisschen näher, ja. Und Sibylle ganz bleich sagt, ey, Alter, fick nicht mit der Falken rum, Alter. Was sagt ihr das? Echt? Das sagt die nicht, oder? Nee. Das wäre aber geil, wenn. Nein! Na, Billy sieht erstmal diesen Torso wieder dort rumliegen, sagen wir es mal so. Jojo, oh, das muss so scheiße dumm aussehen. Der Rauch teilt sich für eine etwa 1,50 Meter große Gestalt mit einer ungefähr 1,50 Meter großen Schrotflinte.
Sie ist bunt und sie lächelt freundlich und sagt, Jungs, abzwitschern, ernsthaft. Sie sagt, Jungs, Abmarsch. Sie geht auch nicht zu nah ran, also ist es nicht. Aber sie hat die Rotfällen jetzt auf in Richtung der drei, ja. Der Junge, also das Jüngelchen, rennt weg. Die anderen beiden gucken euch grimmig an, wobei sich dann ein bisschen Angst in den Grimm mischt und verziehen sich dann auch. Schüssikowski. Das Winken verkneift sie sich jetzt. Sie winkt kurz mit der Schrotflinte. Bye bye. Puh, ich dachte, das wäre aus mit mir. So, Ist das fertig? Ich glaube, wir sollten uns jetzt hier verziehen. Also, so als gut gemeint. Jojo, hey. Und Billy kotzt auf die Leiche. Jojo, stell. Ich bin viel zu weit weg von Leiche. Ich kann keinen 10-Meter-Strahl darüber kotzen. Das ist keine Armee der Finsternis, oder so irgendwas, wo er 10 Meter Blutfontäne kotzt oder so irgendwas. Das ist nicht drin, Mann. Oh nein, Billy! Jojo kommt auf Billy zugelaufen. Warum macht ihr das mit mir? Ich. Was alles klar, ver- geht's dir gut? Was hab ich verbrochen, verdammt Oh, Scheiße. Schatzi, komm schon, nicht jetzt. Oh nein, Jojo hält dir die Haare aus dem Gesicht, wenn es denn noch notwendig ist, wenn sie so aussieht, als ob sie noch kotzen müsste, ansonsten nimmt sie jetzt in den Arm. Du musst mich wegdrehen, schnell. Sie dreht sie weg. Ja, während Stefan so immer noch mit der Waffe in der Hand sich über die Stirn wischt und denkt, meiner Scheiße. Ja. Ich denke, wir haben genug den Tatort verwüstet. Ich glaube, wir sollten jetzt gehen? Ja. Gute Idee. So auf das blutige Etwas guck, was du hinterlassen hast. Ich hab Hunger. Oh Gott, wie kannst du. Ja, wir haben noch Marshmallows im Auto. Das Lustige ist, Stefan ist wirklich, wirklich am Lachen, weil diese Situation, und er hat ja kein Problem mit Blut sehen, kann wirklich nur lachen, von wegen so, dass die Kleine Hunger hat, nachdem sie den Typen in halben Torso weggeschossen hat. Ich finde das für die Zuhörer interessant, dass sie so den Gedankengang mitkriegen, den Stefan hat. Und wir sollten wissen, jetzt gehen. Ja. Ich habe Hunger und in meinem Auto ist Essen. Ja, und wir müssen, Billy, ich glaube, ich pack dir wirklich mal einen Zahnputzbecher und ein bisschen Wasser und Zahnpasta ins Auto. Ich hab das schon passiert. Bitte? Ich hab das schon platziert im Pink Panda jetzt mittlerweile. Oh nein! Nein, bitte, es tut mir leid, ich wollte das nicht. Also nicht, dass du so das. Wir müssen mal einen Filmeabend zusammen machen, damit wir dich ein bisschen abhärten. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Splatterfilme oder so. Ja, wir machen mal einen Filmabend zu dritt, wie wär's? Richtig geile Simpsons, ich kenne da ein paar. Ey, da drüben sind die. Ja, hier rein, kommt. Jungs, Mädels, meine ich? Ja, wir gehen jetzt. Genau, jeder wahrscheinlich in, ja, keine Ahnung, also ich in mein Auto. Ich weiß nicht, wie das bei euch beiden jetzt ist. Ja, ins Auto. Na klar gehe ich in Pink Panther und lass einfach dann einen von den beiden Wagen folgen. Gut, ja, wir jeder in sein Autochen und machen uns auf den Weg hier weg. Richtig. Meiner Treu. Ja, über Funk. Ich wollte schon sagen, es kommt jetzt eine Konferenzschaltung. Funk? Was für eine Zeit lebst du denn, Mann? Ja, WLAN ist immer noch Funk. Während des Wegfahrens kommen die Konferenzschaltungen. Genau. Billy, kommst du klar? Mit was? Na, ich weiß nicht. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich hau dir auch noch eine rein. Das bin ich gewöhnt. Okay. Musst du was sagen? Was war es für eine Muni? Das war ganz normale Schrotmuni. Ah, wie voll aus der Nähe und. Okay. Was dachtest du denn? Ja, weiß ich nicht, was du da reinfüllst. Ganz normale Schrotmuni, das ist eine Schrotflinte. Was soll ich denn da sonst reinfüllen, Mensch? Kinders, wo bringt ihr mich hier eigentlich rein? Oh Gott, wir sind gerade erst aus einem Scheiß raus. Müssen wir jetzt wieder in so ein Scheißhaus und ich muss mit dem Ork wieder den Schamok-Pott teilen? Na, oder jetzt was? Jetzt mal ehrlich, sollten die Steppy abknallen oder was? Es waren ja nur ein paar dumme Spikes. Ja, und? Ja, der eine hatte trotzdem eine Knarre, der ist mit der Knarre auf dich zu. Nee, sag mal, was glaubst du denn, was sie mit dir gemacht hätten? Das also ohne mindestens 5 gebrochene Rippen, gebrochene Nasen und gebrochene Arme und Beine wärst du da nicht rausgekommen. Was denkst du eigentlich? Hast du mal gefragt, ob man das mit dem ausdiskutieren kann vielleicht oder so? Das kann man nicht mit denen ausdiskutieren. Das sind verdammte Gänger, was denkst du denn? Also es sind verdammte Spikes.
sind nicht Gänger, es sind Spikes. Das ist nochmal was anderes. Im Trevitz schießen die da immer in die Luft und dann sagen sie, verpiss dich, du Schlappschwanz, und dann hauen die ab. Ja, nee. Gebrochene Nasen, gebrochene Arme, Beine und Rippen. Oh Gott, wo gehen wir jetzt hin? Weiß noch nicht. Wie weiß noch nicht? Ihr habt immer so scheiß Follow-up-Pläne. Ich weiß auch nicht. Ich wollte gerade sagen, Follow-up-Pläne. Mein Follow-up-Plan war nicht zusammengeschlagen werden. Ich finde, den haben wir ziemlich gut durchgeführt. Okay. Okay. Wir gehen jetzt erstmal irgendwo hin, wo du klarkommst. Und am besten irgendwo irgendwas in der Nähe, damit wir uns irgendwo hinsetzen können. Und dann kannst du... Nee, du sollst jetzt keinen Kaffee trinken, oder? Oh Gott, bitte nicht. Brauchst du einen kurzen? Oh ja. Wodka! Jägermeister. Okay, dann gehen wir jetzt Zetterlusche. Ins Lässt Drift. Frau, ha, wir gehen jetzt eine ins Frau Drift. Für dich schießen. Sagt er zu mir, Lusche. Penner. Ich konnte ja nicht. Der Typ hatte eine Knarre. Ich konnte ja nicht. Hast du Zuschauer, dann kannst du nicht, oder was? Ja, ich weiß, da bin ich mal schüchtern. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die, ich habe gerade den Namen vergessen. Super. Jojo? Jojo, genau. Wir müssen echt mal mit dir zum Doktor. Anscheinend hast du echt ein Problem mit Anästhesie und... Das wird sein. Mit Anästhesie? Ja. Das hat er schon wieder vergessen. Genau. Nee, ja, weil ich kann ja nicht an, dass die Jojo schon ihre Waffe dabei hat und hier gleich Geschnitzeltes anrichtet. Na, die Waffe war im Auto. Hätte ich jetzt warten sollen, müsste dich völlig zu Brei geschlagen haben, oder was? Nö. Ich mecker nicht. Keine Sorge, ich mecker nicht. Ach so. was ich sagen wollte. Ja, wir können jetzt erstmal... Ins Drift. Ins Drift. Klingt nach einer coolen Sache. Klingt eigentlich nach so einer Kneipe, wo ich abhängen könnte. Deswegen wollte ich ja dahin. Wieso kennst du die Kneipe noch nicht? Kenn ich wahrscheinlich schon. Ja, und mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Weil irgendwann war die Wichser haben immer noch meinen Bruder. Ja, wir müssen erstmal gucken, wer deinen Bruder überhaupt hat, oder? Genau. Siehste? Dachte ich mir. Genau. Wir haben doch ein paar Sachen, die wir vielleicht mal zusammenlegen könnten. So, von wegen, wir haben so ein bisschen Rabutnik. Dieser Rabutnik, der guckt mir so ein bisschen spanisch vor. Wer? Der Korn, nee, oder was? Nee, warte mal. Korn, genau. Korn von das Rabutnik, kann ich verstehen. Rabutnik, ja, ist der Korn. Genau. Ja, besprechen wir gleich, wenn wir da sind. Ja, ich wollte das schon mal langsam sich anklicken. Du hast ja recht, aber können wir das gleich machen, wenn wir alle an einem Tisch sitzen? Okay. Lieber Komling, ist eine scheiß Idee. Richtig. Du hast nämlich noch Hunger. Richtig. Das Schlimme, das Ding hat jetzt auch Hunger bekommen. Du hast ja auch nebenbei Marshmallows essen. Sibylle wird immer dünner wegen euch. Warum das denn? Weil sie alles, was sie isst, rauskotzt? Nee, das ist nur der Ausgleich für die ganzen Burger, die sie sonst mit uns isst, wenn sie nicht kotzen muss. Genau. Das ist quasi ihr Anti Fettleibigkeitsprogramm. Bulimie-Beihilfe. Genau. Dankeschön, das wollte ich gerade sagen, das ist Bulimie. Ich brauche nicht mal einen Finger. Jojo rotzt einfach mit der Pumpgun in irgendwelche Leute rein. Einfach. Vor allem, und danach tut's ihr leid, dass sie Billy damit zum Heulen und zum Kotzen gebracht hat, aber nicht, dass sie diesen Kerl gerade umgerotzt hat. Natürlich nicht. Ist ja auch nur ein scheiß Spike, kein Falcon. Oh, ein Psycho, oder? Nein. So, wenn es ihr leid tun würde, dann hätte sie ja diesen Nachteil. Aber hat sie ja nicht. Darum, who cares? Na, was heißt who cares? Ich meine, sagen wir es mal so, unter normalen Umständen, aber das war jetzt eine andere Situation, hat sie kein Mitleid. Offensichtlich. Du solltest Merkel, mal lieber stolz sein, Steppy, auf sie, dass sie dir deinen Arsch rettet, Alter. Ich hatte auch einen coolen Plan, ich hätte gerne gesehen, wie gut er funktioniert hätte, aber ich beschwere mich nicht, ich finde das schon, es ist auch eine Lehre von wegen, Jojo niemals irgendwie an den Karren pissen oder sowas. Das könnte sie einem übel nehmen. Vor allem, wenn man so ein niederer Gänger ist oder sowas. Fix, das heißt niederer Gänger. Sag mal, was denkst du eigentlich von mir? Hast du auch gesagt, die sind noch nicht mal eine Gänger. Die sind noch nicht mal Gänger. Das sind einfach nur Spikes. Das sind keine Gänger, das sind Spikes. Das sind keine Menschen, das sind Spikes. Der war gemein. Komm ich irgendwann mal beim Driften. Wo ist denn das überhaupt?
Frag mich auch, was und wo das ist. Ja, ich glaube, lass mir jetzt Drift mal erzählen. Das ist eine Kneipe in Schofrino, das ein bisschen weiter entfernt ist von der Gegend, wo wir jetzt sind, quasi so halb am anderen Ende von Schofrino. Aber eine Kneipe, die recht beliebt ist bei, bei Freunden des Motorsports. Also genau da, wo ich fast immer abhänge? Vermutlich, es kommt, vielleicht kennst du den Laden, wer weiß. Ich habe mir gerade ausgedacht, aber ich fand es sehr passend. Und mir fiel gerade nichts anderes ein. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein Laden, wo auch viele Freunde des Auto- und Motorsports abhängen. Wie legal das Ganze immer ist, was da läuft. Und es kann sein, dass das vielleicht auch ein paar Gänger, also ein paar Falcons da öfter mal rumgeistern. Vielleicht kennt sie die Kneipe auch daher, man weiß es nicht so genau. Sie hat bisher noch nicht von der Kneipe gesprochen, aber sie ist in Schofrino, sie ist nicht ganz so weit weg und sie bietet genau das, was wir jetzt brauchen, nämlich kurze, stressfreies Klientel bedeutet hier einfach ein Klientel, das, irgendwie, das durch ihre Leidenschaft vereint ist, durch seine Leidenschaft vereint ist. Ob jetzt legal oder illegal oder ob man sich da dann einfach nur Kram anguckt oder ob man darüber redet oder ob da vielleicht auch mal irgendwelche Geschäfte abgeschlossen werden oder sowas, ist ja egal. Aber es gibt eine Dartscheibe, es gibt einen Billardtisch, es gibt einen großen Tritt an der Wand, auf dem auch die ganze Zeit irgendein Kram läuft in diese Richtung und es gibt vielleicht mal ein paar Wetten und ansonsten eine Menge Leute, die irgendwie sich dort treffen, gut verstehen, weil sie wissen, dass sie dasselbe Hobby haben oder denselben Beruf. Ich wollte gerade sagen, es wär voll die geile Sache, wenn Stepan irgendwann sein Auto so frisiert, dass er damit an illegalen Straßenrennen teilnimmt. Verdammt, jetzt habe ich den Namen von dem Typen vergessen, über den ich jetzt einen Witz machen wollte, der gestorben ist vor kurzem. Dammit! Aus Fast and Furious. Genau. Jetzt ist der Witz auch nicht mehr cool. Scheiße, leck mich doch alle. Ja, ihr kommt da an. Es ist ja spätabends, also gefüllt mit Leuten, es ist verraucht, Stimmengewirr, vierstimmig und Alkohol in Ulmen. Perfekt. Jojo geht direkt zur Bar. Ey, Dimitri! Wodka, Jägermeister und eine Cola, bitte! Und nicht alles in ein Glas, sondern in drei getrennten Gläsern. Jägermeister, echt? Wer trinkt den Jägermeister? Kannst du auch Kräuter nehmen, irgendwie sowas ähnliches. Nein, das gibt es Jägermeister in Russland. Okay, überhaupt. Es muss offensichtlich ein Jägermeister sein, tut mir leid. Muss. Na, ich guck mal, was ich habe. Ja. Du willst Jägermeister da drüben trinken. Die da drüben, ja. Jägermeister, genau. Ja, du bist Elfendeut. Zur Not nimmst du einen Kräuter, rauen sie ihm zu. Weißt du, da, meine Fresse. Jojo meint ja, so, aber. Zur Not nimmst du den Kräuter, die merkt den Unterschied eh nicht. Schatzi. Mehr. Ihr bekommt drei Gläser mit drei Flüssigkeiten. Jojo riecht welche davon, die Cola als den Wodka wird man vermutlich erkennen. Achso, sie haben auch verschiedene Farben. Achso, okay. Ja, aber den Jägermeister und Cola kannst du durch das Gebitzel unterscheiden. Dann kriegt jetzt jeder sein Glas. Ich glaube, du kannst Jägermeister oder so unterscheiden. Cola ist nämlich eher schwarz, Anführungsstrich natürlich, wogegen Jägermeister definitiv bräunlicher ist. Ja. Woran man es nicht unterscheiden kann in der Bar, ist die Größe der Gläser. Ihr habt alle so ein Cola-Glas voll. Dafür. Gott, bin ich froh, dass die Dinge Autopilot haben. Ja, Moment, an der Kneipe, wo ihr jetzt ankommt, habt ihr aber zurück keinen Autopilot mehr. Das kannst du, also zumindest kein Grid Guide. Autopilot vielleicht noch, also funktioniert, aber vielleicht höchstens bei Slappy, bei den anderen nicht. Ich wollte gerade sagen, wie gesagt, ich bin auch froh, dass meiner Autopilot hat. Okay, das, gut. Ach, das mit Billys Wagen, das kriegen wir auch hin. Zur Not fährt Jojo bis zu sich oder so ein Scheiß oder bis zu Alex und da passt das schon. Ich fahre alle einmal rum, sozusagen. Irgendwas kriegen wir ja schon gebacken. Ja. So, ja, erstmal Prost auf die Falcons und gegen die verfluchten Spikes. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Achso, Entschuldigung, Jojo, du hast keinen. Das musst du dich doch nicht für entschuldigen, dann besorge ich mir irgendwo einen, das passt schon. Ich wollte dich ja nicht ausgrenzen jetzt. Ich fühle mich nicht ausgegrenzt. Kannst du mal deine Haare pink stellen, bitte? Klar, Jojo stellt sich ihre Haare knatschpink. Nicht gegen pinke Haare, aber warum pink? Ich brauche jetzt pink. Ich brauche was, ich brauche... Pink und Best rosa? Jojo stellt okay. Irgendwie die Hälfte ihrer Haarsträhnen pink und die andere Hälfte rosa. Okay, ja, cool. Jetzt kommt der Ork in Stefan vor. Wo ist jetzt der Unterschied? Männer können nicht so viele Farben verstehen. Unterscheiden. Das müsste selbst du unterscheiden können, Mensch.
Schulterzuck. Es ist wie bei Charlie Brown. He will never learn. Nope. Vermutlich. Nee, ich sollte das mit dem Football mit dem auch mal ausprobieren. Das funktioniert garantiert. Machst du ja so witzig. Machst du die Lucy? Mach ich die Lucy. So ja, ich mach die Lucy. Das wird voll passen. Ich bin so eine Lucy. Nenn mich Lucy. Ha, nein, Quark. Jo, dann hier, das ist ein trinken. Straßenname wär. Ja, trinken. Prost. Prost. Habe ich jetzt da ein Viertel Liter Jägermeister stehen? Na, halt so ein Cola-Glas, ne? Hoho. Das ist lustig, wenn ich namensgeschützte Sachen sage, dann sagen alle, das piepen wir aus, aber Jägermeister, das wird in jedem zweiten Satz. Wir haben vorhin beschlossen, da warst du noch nicht da, dass wir das nicht mehr auspiepen. Weil du ja nie zeitlich da bist, Mensch. Es war 19 Uhr geplant, es war noch nicht mal 19 Uhr. Wo ist die Kurs? Treffen. Ja, bitte. Ich habe meinen Namen gehört, nur deswegen. Ich sagte nur, wo ist die Kurs? Naja, sage ich doch. Das wird langsam schwierig, wenn du auf jeden Namen reagierst. Was kann ich denn dafür? Es ist meine Pflicht. Das ist ein Argument, da kann ich jetzt nicht viel gegen sagen. Ich wollte auch nur jetzt das Spieler-Bashing beenden. Das machen wir dann später privat mit einer Peitsche und so. Ja, ja. Besser, Jojo besser. Kriegt die Peitsche. Player-Spanking. Oh yeah. Oh, gerade von Jojo. Let's go. Gut, Kinas. Ja. Ich dachte, wir sollten erstmal warten, bis du dich besser fühlst. Du hast schon wieder ein bisschen Farbe im Gesicht. Mit Jägermeister im Bäuchlein geht's immer besser. Alles klar, dann müssen wir dir gleich noch was zu essen besorgen. Und der ist auch so warm wie ein leicht abgekühlter Kamillentee und ist ja auch Kräuter, also wunderbar. Ja, passt. Genau so muss es sein. Ich suche jetzt eine halbe Stunde nach diesem verfluchten Bild, denkst du, ich finde das? Dann besorgen wir dir gleich irgendwann noch was zu essen und dann, aber wir setzen uns jetzt erstmal hin und überlegen dann, was wir machen. Hier, Dimitri, kann ich noch eine Cola haben, bitte? Jo. Voll gut. Währenddessen... Er stellt eine Cola auf den Bartresen, kannst du dir schön selber abholen. Ja, die holt sich die Cola auch selbst. Ich dachte, die stehen da eigentlich noch in der Nähe. Danke! Währenddessen hat sich Japan so in AR auf ein Autorennen, also hier so ein Arcade-Autorennen halt, versteift. Wenngleich er ein bisschen nachdenklich dabei aussieht, um ja nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, dass er nicht an seinen Bruder denkt, sozusagen. Also, das tut er auch tatsächlich, aber er versucht halt so ein bisschen die Gedanken mithilfe des Autorennspiels in eine gerade Bahn zu bringen. Ich glaube, das passt perfekt. Gerade Bahn auf einer Autorennbahn. Sind wir bei Quartermile oder was? Ganz kurz, liebster Esel. Ja, bitte. Wir haben heute den 3.2. schon, oder was sagt du momentan? Ist noch vor 12, also ist noch der 2. Ich wollte gerade sagen, noch der 2.2. Ist der 2.2. um wie viel Uhr genau? 23.24 Uhr und 41 Sekunden. Nochmal was? Hab ich vergessen. 21.24 Uhr und was? 23.24 Uhr. 23.24 Uhr und jetzt wahrscheinlich 46 Sekunden. War das die Zeitansage in Rom? Gut, dann zu deiner Schwester fahren ist wahrscheinlich eine scheiß Idee um die Uhrzeit. Ja, also jetzt wird es definitiv scheiße, wie gesagt. Ich weiß auch nicht, ob die so viel erzählen wird, wenn wir dabei sind. Also ich meine, wir sind cool, aber ich weiß nicht, ob die da sich da nicht vielleicht ein bisschen schämt oder so. Also ich sag mal, seinem Bruder erzählt man vielleicht was anderes, als man irgendwelchen Fremden erzählt. Könnte ich mir vorstellen. Wie wär's denn, wenn du ihr mal deine Pump-Action zeigst? Was meinst du denn, wie die da drauf reagiert? Nee, lass mal. Ich glaube, ich wollte seine Schwester jetzt eigentlich nicht mit. Naja. Nee. Steppy hat gesagt, seine Schwester hat. Er vermutet, dass die Schwester ihn angelogen hat. Das sind jetzt die Worte, die ich aus deinem Mund herausnehme, Steppy. Es tut mir leid. Aber Anlügen ist nicht gleich Anlügen. Ich meine, Gott weiß, was bei der los ist. Vielleicht ist sie schwanger und will es ihm nicht sagen. Vielleicht hat sie eine Affäre und will es ihm nicht sagen. Vielleicht hat sie einfach Stress mit ihrem Macker und will es ihm nicht sagen. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wer weiß, was da los ist. Genau, und wenn sie es meinem jüngeren Bruder nicht sagen sollte und mit mir offensichtlich auch nicht sprechen diesbezüglich, bin ich mir nicht sicher, wie sehr wir uns aufdrängen können diesbezüglich. Vor allem, weil ich ja schon erwähnt habe, dass es um meinen jungen Bruder Vitali geht. Darum bin ich mir nicht sicher, was ich da machen könnte.
Ja, vielleicht mal deinem Schwager auf den Zahn fühlen. Mila, ne? Hm. Wie ist denn das Verhältnis von deinem Schwager zu dem Rest deiner Familie? Ist dein Vater und deine Mutter da, sind die cool mit dem? Esel, sag mal was. Bevor ich jetzt selber... Mäh. Achso. Reicht das? Wir haben eigentlich gegen den nichts Effektives, nein. Es ist okay, dein Vater Steppi hält ihn für ein bisschen zu faul, er ist ja auch gerade ohne Arbeit und deine Mutti missbilligt seine Kontakte oder seine ehemaligen Kontakte zu irgendwelchen kriminellen, bösartigen Buben, wie du jetzt auch einer bist, aber ja. Es geht noch. Okay. Also die sind eigentlich ganz zufrieden, nee, falsches Wort. Die sind okay mit ihm jetzt, die sind nicht super scharf auf den, aber es gibt schlimmere. Aber du hast schon recht, vielleicht immer fragen, was los ist, ist vielleicht keine der schlechtesten aller Ideen. Naja, sagen wir es mal so, ich denke, deine Schwester wird mit dir am ehesten reden. Also wenn du wirklich nochmal zu ihr hingehst und irgendwie die Situation vielleicht nochmal deutlich machst, dass dein Bruder weg ist und du Angst hast, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist und dass es vielleicht auch irgendwie was mit dem zu tun haben könnte, was sie ihr da vielleicht, also was die dir da verheimlicht oder sowas. Vielleicht hat sie dann ein Einsehen, vielleicht erzählt sie dann ein bisschen was. Also irgendwann wird sie sich doch mal anfangen, Sorgen zu machen. Ich meine, es ist ihr Bruder. Ich denke, dass sie sich auch Sorgen macht, aber irgendwie bringt sie es nicht rüber. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich kann es nicht sagen. Ich fand ja auch, dass sie so verschlossen ist. Das heißt, vielleicht ist da irgendwas Größeres, worauf sie keinen Bock hat, mit zu reden. Ist ja nicht so, als ob ich sie nicht versucht hätte zu drängen, ne? Aber. Hat sie Kontakte zu den Spikes? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich weiß ja nicht mal, mit welcher Gang ihr Macker in Verbindung war. Das sollte man vielleicht wo mal rauskriegen. Wo wohnen die denn? Also es kann ja keine Gang sein, die so ewig weit von ihm weg ist. Die wohnen sagen wir mal so 2 Kilometer östlich von deinem Bruder, wo ihr euch jetzt vielleicht nicht lassen solltet. Also auch noch in Chofreno und auch noch im Gebiet von den Spikes. Ja klar, ist eine riesige Rabutnik-Wohnsiedlung mit direktem Anschluss zu den Arbeitsplätzen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch mit den Spikes zu tun hat, doch relativ hoch, oder? Also ich meine, er wird ja kaum mit einer anderen Gang zu tun haben und während er im Spikes-Gebiet wohnt. Also ich sag mal, es gibt zwar ein paar Gangs, aber warum sollte der quer durch die Stadt fahren, nur um zu den Jauche-Käfern zu kommen, wenn er mit den Falcons zu tun hätte? Wüsstest du das ja wahrscheinlich, oder ich? Ich hatte das übrigens so verstanden, dass es Ex-Kontakte sind zu einer Gang, ne? Jupp. Genau, also musste er nicht dort wohnen, wo die sind, wollte ich nochmal angemerkt haben. Er hat gesagt, genau, er hat also Kontakte dazu, deswegen finde ich meine Schlussfolgerung noch gerecht werden. Nee, die sind voll scheiße. Fick dich! Später. Double. Alles klar. Ja, genau. Also wie gesagt, er war mal bei einer Gang. Ich weiß nicht, ob der da noch irgendwie Kontakte drin hat. Und wenn ja. Warum ist er ausgestiegen? Oh, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er geheiratet hat. Weil er zumindest bis zu dem Zeitpunkt noch einen Job hatte. Ist das ein Grund? Fragst du den Falschen. Ich habe offiziell keinen Job mehr und bin jetzt bei den und möchte zu den Falcons. Weiß ich nicht. Aber keine Ahnung. Also ich sag mal. Bist du sicher, dass er keine Kontakte mehr dahin hat? Also wenn er wirklich mal bei der Gang war? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass er nicht mehr bei der Gang ist. Naja, aber wenn du bei einer Gang aussteigst, also keine Ahnung, aber normalerweise steigt man doch nicht einfach so bei einer Gang aus. Also dann zieht man entweder in die entgegengesetzten Stadtteil oder geht ganz aus der Stadt weg oder irgendwas anderes. Also beziehungsweise, welche Gang lässt dich denn einfach mal so aussteigen? Ich meine, wer steigt einfach so aus einer Gang aus? Und ja, das ist Punkt 2. Welche Gang lässt einen einfach so aussteigen? Also das weiß ja selbst ich. Das weiß man ja von Bad Boys. Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Also wenn Urheberrechtsverletzung, dann richtig, ja? Richtig, heute ist mir scheißegal. Ich mache mir noch ein Bier auf. Dann sag auch wenigstens was für ein Bier, damit alle Bescheid wissen. Ich piep das eh alles wieder nachher raus. Quatsch. Nein. Wie gesagt, kein Schimmer, was damit jetzt los ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass seitdem er irgendwie mit meiner Schwester zusammen ist, da keine, nicht mehr offiziell mehr oder weniger drin ist. Ob das jetzt Tatsache ist, inwiefern der auch Kontakt hat oder sowas, das kann ich dir nicht sagen. So viel Kontakt habe ich jetzt mit dem Typen nicht. Aber wie gesagt, einmal anklopfen, zumindest AR-technisch, ist definitiv eine Idee, die wir mal gucken sollten.
Dann mach das doch. Ruf mal an, telefonier mal, mach das mal klar hier. Telefonier mal mit denen und so. Und das habe ich schon mal gesagt. Egal. Ha, Kohle haut sowas von rein. Kabäm. Ja. 23 irgendwas hast du gesagt, ja? Du hast doch gesagt, jetzt ist alles los. Darum. Halb okay, zwölf. Das. Ja. Ja, ich rufe tatsächlich mal bei meinem Schwager, wenn ich mich ganz täusche, an. Der Milan Oslovic. Dies ist sein Name. Verrettet mit der Maria. Das ist meine größere Schwester. Und ja, schauen wir mal, ob er abhebt. Ja, auch ganz normal. Er kennt das Bild ja. Er hat mich vielleicht sogar schon das eine oder andere Mal gesehen. Auch als Ork. Ja, hallo. Hi, Milan. Ist Japan hier? Ja. Alles klar? Ja, ja. Geht schon gut ab. Das ist cool. Sag mal, weißt du, was mit meiner Schwester los ist? Was soll denn sein? So faul ist sie. Weißt du, kommt von der Arbeit, geht zur Arbeit, und dazwischen hat sie auch nicht mal Zeit, mir was zu essen zu kochen. Ja, was ein Scheiß. Ja, da weißt du, also hier auch in der Kiste hat sie auch keinen Moment, du bist ja der Bruder, erzähl ich dir. Genau. Nee, also, mit der, gerade halt bisschen faul, aber ansonsten. Wieso, was ist denn mit der? Weiß nicht, fühlt sie, es scheint irgendwie verschlossen zu sein. Hat sie mit meinem Bruder gestritten und sagt nicht, worüber. Die hat sich mit Vitali gestritten. Ja. Er hat's echt? Ja, scheint so. Das geht ja gut ab, du. Ja, nee, aber das wusste ich gar nicht. Nee, das ist keine Ahnung von, okay. Nee, aber ich werde die morgen mal zurechtstutzen, dass sie mir das nicht erzählt, wenn die jetzt von der Arbeit morgen früh kommt. Dann werde ich ihr mal was erzählen. Ja. Ja, jetzt mach keinen großen Stress hier. Ne? Wollte nur gucken, was los ist. Ja, wie, keinen großen Stress? Wenn die was vor ihrem Ehemann verheimlicht, Alter, da kann sie mal gucken, wo sie bleibt. Oh, Mann. Nee, weißt du, worum es da ging, was die da irgendwie zu hackten? Nee. Nicht ein Hauch, eine Ahnung. Ich weiß nur, dass mein jüngster Bruder weg ist, der Vitali. Wird der auch weg jetzt? Ja. Ja, und wusste sie das? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube nicht so wirklich. Ja gut, sonst hätte ich natürlich morgen gleich zweimal ja was erzählen müssen. Nee. Huh. Du sag mal, ich weiß, das ist jetzt persönlich und hast nicht gesehen, aber hast du noch irgendwelche Kontakte zu deiner alten Truppe? Nee. Gar nicht mehr? Nee, du, das sind doch hier, also das Hälfte war da bei der Knasti und die Hälfte irgendwie, dann ist ja alles kaputt gegangen. Nee, du, aber nee, wen hab ich neulich gesehen? Neulich habe ich mal hier der eine Typ habe ich gesehen hier, nennt sich jetzt anders. Früher war es einfach nur Hoppe, jetzt irgendwie macht er einen auf Gunfist. Das schaut ziemlich der Spacko. Man sieht so im Real Life, wie so die Hand einmal so richtig ins Gesicht. Was denn? Nein, schon okay. Was los? Was? Textnachricht an euch beide, von wegen, dass der Gunfist in der alten Gang von meinem Schwager drin war. Textnachricht von Jojo zurück. Welche Gang? Ausrufezeichen. Gibt's die Gang denn noch, wo du drin warst? Nee, das ist alles kaputt gegangen, als die scheiß Worry angefangen hat, sich gegenseitig abzuknallen, da waren wir halt dazwischen, war scheiße, ne? Was denn, wie hieß der Hoppe? Ja. Was denn, wo der, Gunfist, denn jetzt hin ist? Der hat irgendwie gesagt, der macht jetzt einen auf Shadowrunner. Oh, fuck. Textnachricht an die beiden, kein Schimmer. Also früher hing der gern mal irgendwie in einer Bar ab, wo ich weiß gar nicht mehr welche. Das war irgendwo, irgend so ein Stripclub. Aber du, heute weiß ich nicht, was mit dem ist. Welcher Strip? Textnachricht an Steppy. Welcher Stripclub? Hast du noch eine Ahnung, was für ein Stripclub? Ja, gute Frage, das war irgendwie... nee, du, das weiß ich nicht mehr. Es war irgendwo hier in Juschneu, aber wo genau das war.
Eine Schnur irgendwo, okay. Jo, da gibt's ja nicht viele, da bist du ja schnell fertig mit dem Suchen. Glaube, irgendwo in der Nähe von diesen verwöhnten Fatzkes, dort die studieren wolle, weißt du, und große Kohle mache und auch nichts anderes tun, als auf der Ärsche hocke. Recht hast du. Ja, du bist auch so einer. Ach scheiße, ich dachte, du hättest vergessen. Sitzt hier ganzen Tag im Krankenwagen arschbreit und ich soll zur Arbeit gehen und du kriegst die dicke Kohle oder was hier? Ah, es geht, also. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Muss mal gucken. Also ich muss jetzt weiter Ausschau halten nach meinem Bruder, weißt ja. Ja, meld dich mal, was dann mit dem ist und morgen kriegt die Maria erstmal eine Abreibung. Alter, Steppi, der verhaut deine Schwester. Textnachricht an dich. Was? Hey, Junge, hör mal, musst jetzt nicht hier an der Schwester rummachen. Ja, die scheint Probleme zu haben. Ich guck mal, was wir da machen können, aber muss da jetzt nicht noch größeren Stress machen, als notwendig ist. Ja, pass mal auf, du wirst es verstehen, wenn du eine eigene Frau hast. Wenn die austicken oder wenn die dir was verheimlichen, dann musst du gleich intervenieren. Dann musst du intervenieren, sonst wird das schlimmer. Textnachricht an Steppi, die kann man doch auch in die Ecke schuppen. Lass mal, das geht schlecht aus, du. Der Letzte, der das machen wollte, hat Probleme gehabt. Er hat Probleme gemacht. Wieder an Milan. Wie gesagt, von wegen, ich weiß auch nicht, was sie genau hat, aber... Schon erfahren, dann muss ich halt ein bisschen nachhelfen. Ah, nee, Junge. Pass auf, das müssen wir familienintern machen. Da ich bin vielleicht der Ehemann. Ja, wenn jetzt hier, wenn sie mit blauem Auge oder sowas nach Hause kommt, boah, dann ist auch scheiße. Ey, sag mal, willst du mir drohen, Jungchen? Na. Ja, das will ich auch meinen. Ich meine nur. Ja, wie jetzt? Meinst du was oder meinst du nix? Na, wie gesagt, ich meine nur. Na gut, wenn du nur meinst, ist ja alles Paletti. Man trifft sich bestimmt mal wieder, ne? Dann machen wir gut jetzt. Jo. Piep, piep. Ja. Jojo, sag ich, Sibylle guckt dich an mit hochgezogenen Augenbrauen, Alter, und hat das Glas in der Hand und möchte es ins Gesicht werfen gerade. Das siehst du. Jojo trommelt mit den Fingern auf den Tisch und schaut sich genauso an. Ich glaube, ich weiß das Geheimnis meiner Schwester. Ah ja? Dass er von einem Penner geschieden werden sollte, meinst du? So ist es grob in einem Dreh rum, ja. Alter, hau dem Typen den Frack voll, Mann! Was bist du denn für eine Luftpumpe? Vielleicht halte ich mich mal raus und hey, das ist deine Schwester! Wasser ist dicker als Blut und auch Sperma ist nicht so dick wie Blut, Mann. Wenn das dreimal der Ehemann ist, den musst du auf die Fresse hauen, ey. Wenn sie wenigstens was sagen würde diesbezüglich. Ja, das ist doch Wurst, ob sie was sagt. Sie wird schon einen Grund haben, nichts zu sagen. Aber du kannst doch nicht zulassen, dass der so mit deiner verdammten Schwester umgeht. Wer bist denn du? Recht hat was der. Hast denn du für eine Loyalität, sag mal? Ich denke nach, wie ich das jetzt beides unter einen Hut kriege. Wie du was beides unter einen Hut kriegst? Steppy, mich geht's echt nichts an. Ich will dir nicht in dein Leben rein. Und deine Familienangelegenheiten sind nicht mein Business. Aber wenn selbst meine Schwester, wo ich keine hab, aber wenn die so ein Problem hat, ich würde den Alten abziehen. Und zwar so, dass er nie wieder Hand an meine Schwester anlegt. Ich weiß noch nicht mal, was sie tun. Das ist das Problem an der Sache. Kann ich einfach einen untypen Typen umholzen, ohne irgendwie zu wissen, was los ist. Darum meine ich, wenn meine Schwester wenigstens was sagen würde, dann könnte ich ja wenigstens mit... Natürlich sagt die nichts. Sag mal, welche Frau sagt da was? Das ist weiß nicht. Stolz. Ich dachte wenigstens ein Bruder oder sowas. Das ist eine russische Frau, Mann. Die erzählt so einen Scheiß nicht. Die ist viel zu stolz, dass die sich eingestehen würde, dass der sie abzieht. Oh Mann. Das mit der Scheidung ist, weiß ich übrigens nicht, ob das so eine pralle Idee ist. Das muss man mal irgendwie anders hinkriegen, aber... Wieso, warum soll das denn jetzt keine pralle Idee sein? Nicht, dass ich weiß, ob das jetzt wirklich eine Scheidung ist oder so. Weil wie ich es verstanden habe, ist deine komplette Family bei Rabutnik. Das hast du doch erzählt. Und bei Rabutnik ist es ein Kündigungsgrund, wenn du dich scheiden lässt. Ja, aber der Macker ist nicht bei Rabutnik.
Der Macker ist nicht bei Rabotnik, aber sie ist bei Rabotnik. Das ist doch egal, wer von beiden. Es sei denn, er ist halt wirklich übelst gewalttätig. Dann vielleicht, aber ansonsten lassen die das nicht zu. Die sind da ein bisschen komisch. Komisch. Und jetzt zeigt sie nochmal Anführungsstriche. Naja, ich weiß, was er meint. Sibylle packt ihr Glas, trinkt den Rest vom Red Bull, sag ich schon, vom Jägermeister aus und sagt, lass uns da hinfahren jetzt, dem schieß ich ins Gesicht rein. Die Sau. Ja. Wenn du nichts dagegen heißt, Sippi. Doch, prinzipiell habe ich da was gegen. Also wir können nicht Leuten irgendwo ins Gesicht reinschießen. Frag Jojo. Also nicht ohne triftigen Grund zumindest. Ich weiß nicht, ob das ein triftiger Grund ist. Das eine war ein triftiger Grund, das mit dem einen Typen. Naja, glaubst du, sehe ich so aus, als ob ich irgendwelchen Leuten wahllos ins Gesicht schieße? Jetzt mal ehrlich, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Oder was ich bin? Oder wie ich drauf bin? Willst du eine ehrliche Antwort drauf haben? Ja. Ich nehme ein Stück Abstand. Nein. Na, was soll ich denn machen? Soll ich mir zugucken? Soll ich zugucken, wie krankenhausreif geschlagen wird oder was? Natürlich nicht, hast ja recht. Und ich sag mal, wenn du dich entscheidest dafür, dann musst du mit solchen Risiken leben, dann ist das einfach so. Nee, ich sag ja nix. Sie sieht gerade ein wenig hilflos aus und so irgendwie so, ja, doch so ein bisschen irgendwie scheiße, wie erkläre ich denn das jetzt? Kannst du, ich hab Gilmuni in meiner Waffe. Naja, das kann ja alles sein, aber keine Ahnung, ich... Also jeder von uns hat Scheiße am Stecken. Ich glaube, da können wir uns mit einigen. Ja, außer Billy vielleicht, aber irgendwie... Du hast ihr auch schon so richtig schön in die Magengrube, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, das tut mir auch leid. Das weiß ich doch, Schatzi. Komm her, gib mir mal eine Umarmung. Komm her. Sie umarmt dich und du kriegst einen dicken Schmatzer auf die Wange. Hase! Nein, also nur um das jetzt mal zu klären, es war eigentlich... Ich war einfach echt beschissen drauf. Das hatte nicht mal was mit dir zu tun. Und ich weiß, dass du das nur gut gemeint hast und so. Der einzige Grund war, dass ich echt sauer war, weil du einfach so, ohne mich zu fragen, irgendwem Fremdes Infos gegeben hast, die echt übel ausgehen können, weißt du? Ja. Ich dachte, das Gespräch hattet ihr schon. Nö. Nee. Gut, ihr diskutiert das aus. Währenddessen schreibe ich eine Textnachricht an meine Schwester. Weißt du, und das, wie gesagt, es tut mir auch leid. Es ist einfach nur, da kam eine Menge zusammen und ich war einfach sauer, dass du einfach so Infos weitergegeben hast. Wenn du irgendwem Infos gibst oder wenn du dir Sorgen machst, dann ist das ja okay, aber bitte, bitte mach das nicht, ohne mich zu fragen. Weißt du, es gibt so ein paar Sachen, das kann für mich echt scheiße werden, wenn du das weitergibst. Weißt du? Passiert nicht mehr. Also, ich meine, wenn du dir Sorgen machst, das finde ich total lieb und so, aber bitte sag's mir einfach vorher. Absolut. Ist okay. Unter Thema Shit Happens abgestempelt, ne? Ja, weißt du, das wäre, als würde ich einfach irgendwelche Programme oder irgendwelche Matrix-Aufzeichnungen von dir an diverse Konzerne weitergeben, weißt du, so in der Art. Ja. Das wäre für dich auch ziemlich kacke oder könnte ziemlich kacke ausgehen, deswegen irgendwie so, naja, also, ich hab dich lieb, so. Ja, wir wussten ja alle nicht, was wir dem anderen antun in dem Zusammenhang. Bis vor kurzem. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Es gibt manchmal so Situationen, das kommt nicht so oft vor, aber manchmal kommt das vor, wenn zu viel zusammenkommt, dann ist Ausnahmezustand. Dann muss man mir mal aus dem Weg gehen. Das ist manchmal ein bisschen blöde. Nur ist ja alles gut. Jetzt lass mal. Ja. Jetzt lass mal Butter bei der Fische machen. Jojo, umarmt dich nochmal. Umarmt zurück. Und drückt dich ganz feste. Während der Umarmung fliegt wohl irgendwie ein Werbezeppelin über die Stadt und ihr bekommt Spam folgende Werbung. Ihr seht in einem relativ kargen Zimmer einen einsamen Mann floppeln. Was? Einen einsamen Mann? Da warst du weg? Da war ich weg. Mann, mein Push-to-Talk ist vielleicht kaputt. Ein einsamer Mann, Bart stoppeln, ungepflegt. Ich drück die Taste die ganze Zeit, du blöde Kuh. Dann nimm eine andere. Heckenpenner. Mach jetzt andere Taste, leck mich doch. Darf ich? Klar, immer doch. Yay. Awesome. Okay, also ein Mann mit abgehacktem Bart. Mann mit Bart. So, unrasiert. Jetzt ist besser, oder? Ja. Geil.
unrasiert, karges Zimmer, hat die Hände so halb vorm Gesicht, der sieht furchtbar unglücklich aus. Und dann die sanfte Stimme im Hintergrund. Immer mehr Menschen können wegen ihrer schweren Tätigkeit keine zufriedenstellenden sozialen Beziehungen führen. Wir von Rabutnik, Umschwung! Eine freundliche, fröhliche Familie in einem kleinen Garten, Mutter, Kind, ältere Töchter und Söhne. Man erkennt sogar den Konzernvorsitzenden, wie heißt er gleich? Pavlov, Dr. Pavlov. Seine Tochter umarmen und seinen Sohn umarmen. Wir bei Rabutnik bieten Ihnen die Chance, Arbeit und Familie zu vereinen. Wir stellen ein, für eine glückliche Zukunft, für die Menschen, kein Konzern, eine Familie. Musste noch mal sein. Wenn Jojo genug Kraft in den Händen hätte, würde ihr Glas jetzt in den Fingern zerspringen. Ich hack den Zeppelin. Erstmal abstürzen lassen. 20 Tote morgen. Technomanzer wieder am Werk. Terroristen. Und womit? Mit Recht. Und Van Ork. Nee, also Jojo, ihre Fingerknöchel werden gerade weiß, während sie dieses Glas drückt. Wie gesagt, wenn sie etwas kräftiger wäre, würde dieses Glas vermutlich jetzt zerspringen. Wenn es irgendwie ein dünnwandiges Weinglas wäre oder so. Das ist es zum Glück nicht. Und ja, sie schaltet ihr AR ab. Ich filter. Drecksfixer. Was für ein Scheiß. Also, mal ganz kurz eben Revue passieren lassen. Steppy, dein Schwager kennt Gunfist. Okay, ist ein Arsch. Ob wir dem jetzt auf den Zahn fühlen oder nicht, das überlasse ich komplett dir. Ich werde mich da nicht hineinwagen, aber Gunfist hat eine Spur hinterlassen, definitiv in der Gasse. Er hat da mit einer Ruger Warhawk rumgeschossen, according to Jojo, und mit Gel-Munition auf irgendwen geballert. Korrekt. Des Weiteren verbringt der Typ wohl dann und wann seine Zeit in einem Stripclub. Jupp, in der Nähe von Studenten. Campus. Wir wissen, wie der Typ aussieht, richtig? Hast du noch einen? Wir finden den. Ich möchte diesen Schwanzlutscher jetzt persönlich kennenlernen. Möchtet ihr auch diesen Schwanzlutscher persönlich kennenlernen? Du meinst, er will einen Dreier mit uns? Den weite ich aus. Waldmännisch weite ich den aus, die Sau. Alles klar. So. Ausweiden kenne ich mich aus. Ich hab das gesehen. Du hast da aber was falsch verstanden. Aber nichtsdestotrotz, wir finden als nächsten Punkt... Wir unterhalten uns jetzt mal nett mit dem. Das denke ich auch. Billy? Gut. Ja? Geh halt die Hand hoch. Gib mir 5. Warte, Moment. Hat man das gehört? Ja. Ja. Gut. Steppy, Billy, Jojo hält beide Hände hoch. Jo. Das kann ich jetzt nicht mit 2 Händen machen. Ich muss Push to Talk drücken. 1, 2, 3, 4. Okay. Verdammt, das hat man nicht gehört. Egal. Mal auf die Wange. Patscha! Meine Stirn ist jetzt rot. Kein Kommentar. Ich glaube, ich sollte. Ich habe jetzt mein Bild reingestellt im Teamspeak, dass man gucken kann. Er trägt auch immer diese Brille, das ist so genial, das ist genau das perfekte Bild eigentlich dafür. Steppy, nur mal noch zur Information, ich habe meinen Mark noch auf deinem Comlink, deswegen haben Jojo und ich bei dir mitgehört, ich wollte das nur gesagt haben. Kein Problem. Solange du es bist, darfst du ruhig einen Mark drauf haben, darfst du auch woanders einen Mark drauf haben, wenn du willst. Soll ich vielleicht kurz rausgehen? Nö. Jojo grinst. Der zieht doch wieder zurück, sobald es heiß wird. Wir müssen jetzt nur noch diesen Stripclub ausfindig machen. Na, wer von euch ist das groß und wer ist das kleine Löffelchen, ha? Ich bin größer als er, so. Ha. Was, bist du? Was? Ich glaube schon. Stell dich mal hin, wie groß bist du denn, Kerle? Warte, ich muss eben gucken, ob ich das hier modifiziert habe. Du hast verloren, sie hat immer hochhackige Schuhe an. Richtig, Scheiße. Mindestens 15 Zentimeter. Alles klar, Billy ist das große Löffelchen. Ja. Na dann, Buttplug zur Vorbereitung und los geht's. Nein. Wie nein? Wie soll man denn als Löffelchen an die Titten ran? Also lass dir was Löffelchen einfallen. Mit dem Kopf dazwischen liegen. Yoga. Ja, zum Beispiel, oder ihr müsst einfach mal zwischendurch, jetzt pass auf, jetzt kommt's, wechseln. Yoga. Ich glaube, das Prinzip ist... Ihr müsst einfach zwischendurch mal wechseln, Leute, ansonsten ist es doch langweilig.
Das ist traurig, dass ich euch das jetzt noch erklären muss. Mein Arsch bleibt Jungfrau. Was? Ausgerechnet deine? So, also. Nix. Ernsthaft jetzt? Nein. Okay. Ja. Ich hätte mich auch gewundert. Sagen wir so, der Firefick können wir machen, wenn wir hier fertig sind. Macht ihr das mal. Wenn mein Bruder wieder ich würde sagen, es wird Zeit, dass ihr diese komische sexuelle Spannung zwischendurch einfach zwischen euch beiden einfach mal abbaut hier. Ich wollte sagen, wenn schon zwischen euch beiden, ja, das müsst ihr dringend abbauen, Leute. Bringt das mal hinter euch, danach ist auch alles gut. Tue ich da nicht raushalten? Was? Wieso soll ich mich da nicht raushalten? Das hat doch nichts mit mir zu tun. Gar nicht. Nee. Ein androgynes Wesen hat keine sexuellen Spannungen. Siehst du, Steppy, wolltest Billy abschleppen. So. Okay. Ja, und? Da sind wir uns einig. Können wir jetzt bitte meine Lady-Pussy in Ruhe lassen und auch mein... ich mach mir jetzt nur ein Bier auf. Und was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt zu deinem... wir gehen zum Stripclub. Stripclub? Ja, awesome. Ja. Stripclub. Striptease! Ja! Moment, Mausi! Darf ich meinen Pelz wieder anziehen jetzt? Wenn wir zum Stripclub gehen, bestimmt. Je nachdem, wo der Stripclub ist. Wie, da gibt's... Ja. Na, du fällst halt auf in dem Pelz, ne? Aber du könntest mal gucken, welche Stripclubs so es eigentlich da gibt, irgendwie. Ja. Weil ich wollte gerade... Ja, genau. Keine Ahnung, welcher das ist. Ich wollte gerade den Esel fragen, ob wir uns nach dem Stripclub umschauen dürfen. Ja, ich bin schon dabei, was im Co-Sketch hochzuladen. Geht gleich los. Ich guck gerade mal. Ich müsste ja mit der GLTF-Szene... in Donskoy kenne ich mich aus, aber... Nee, du weißt schon, das geht gleich los. Muss nur noch schnell hochladen. Matrix vor awesome. Den. Nö, den kennt Billy auch schon quasi persönlich. Oh, wie geil. Hab ich da mal aufgetanzt? Bist du schon Stammgast? Stammgast nee, nicht, aber Billy war dort bestimmt schon ein, zwei Mal. Das ist nämlich in dem B-Gebiet. Ah. In dem B-Gebiet? Check. Hase! Übrigens, der Stripclub heißt Caramel Lounge. Was macht da ein Typ wie Gunfist? Was macht da eine Type wie Billy? Ey, für dich ist doch genau der richtige Laden. Es ist ein Stripclub, der ist ein bisschen besser eingerichtet als sonst. Du hast viele Studenten, du hast halt strippende Menschen allerlei Geschlechts, allerlei Höhe. Und es ist halt GLTF-friendly, nicht so die Szene, aber es ist halt durchaus... da kann man hingehen, ohne so angeguckt zu werden. Mhm. So, jetzt habt ihr die Karte im Co-Sketch und ich zeichne euch gleich noch irgendein dummes Kreuz da rein. Ach, wir haben auch noch Co-Sketch. Kannst du mir nochmal einen Link geben vom Co-Sketch? Ist im TS. Hab schon, thank you. Nee, nicht Princess Paradise. Ich fand Caramel Lounge einfach besser. So, jetzt wo macht das Kreuz? Wer malt denn da wieder? Nicht ich. Das war ich aus Versehen. Mach das sofort weg? Kann ich nicht mehr. Böse, böse. Bah! Geht ja wohl, muss nur auf den Eraser klicken. So, kann man diese Karte irgendwie noch zoomen? Ist wieder drin. Also da fahren wir jetzt hin. Wo? Stabby, du musst ich vorfahren. Ich bin verwirrt, hier passieren komische Dinge. Zeichne doch einfach nur ein, wo wir jetzt sind. Mach mal einen roten Kreis drumrum oder so. Ich hasse dich. Roter Kreis um die ganze Karte. Sehr gut, das wollte ich. So. Scheiße, warum kann man das hätten wir echt noch irgendwie jetzt... Der Kreis wird rot sein, wenn ich mit dir fertig bin. Trap-on sei Dank. Weißt du, so eine schöne Karte und so ein riesenroter Kreis, da wird es schon irgendwo sein. Ja. Es muss also einfach tot sein. Wer malt denn jetzt schon wieder? Kommt ich hier weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich versuche es nur wegzumachen. Ich habe schon weggemacht. So, kann Leute. Man irgendwie reinzoomen? Ich sehe. Na, du kannst deinen Browser natürlich zoomen. Und warum ist da schon wieder ein Penis aufgetaucht? Ich gebe euch keine Karten mehr. Ach, jetzt ist es plötzlich eine Kerze, weißt du? Ja, ist eine Kerze. Wir können nicht immer... Ach, Leute. Wir sollten nicht Alkohol trinken, wenn wir spielen. Hey, hier, niemand trinkt ja Alkohol. Tust du, als ob richtig. Du irgendwas mit Alkohol zu tun hätte. Wir von den White Russians fördern keinen Alkoholkonsum. Von den White Russians? Genau, während des Spiels. Okay. Fördern tun wir es nicht, wir tun es trotzdem. Psst. Ja, wir fahren dahin. Und richtig. Zwar, wie gesagt, postwendend. Genau. Jojo, hast du überhaupt sowas wie Gummigeschosse für das Ding? Klar, also nicht für die Schrotflinte. Für sowas hat man keine Gummigeschosse, aber ich habe Gelmunition für meine Knarre. Sie klopft sich an die Seite, wo ihre Knarre hängt. Ich wollte gerade sagen, weil wir brauchen den Typen noch.
Ja, das weiß ich. Hallo, glaubt, sagt mal, was denkt ihr eigentlich? Glaubt ihr, ich baller jedem das Hirn weg oder was? Ja. Ey. Check. Ey. Ihr habt voll die falschen den falschen Eindruck von mir. Sowas mache ich gar nicht. Also in solchen Situationen ja, aber das ist doch was anderes. Ich sag mal, so, wenn ich da mit einer normalen Knarre angekommen wäre, weißt du, dann hätten die doch überhaupt keinen, also dann wären die anderen nicht abgezischt, so sind die anderen wenigstens mal abgezischt. Was willst du nur machen? Dann hätten die nämlich dann noch angefangen rumzupöbeln und Theater zu machen oder sowas. Dann hätten wir vielleicht noch Schwierigkeiten gekriegt oder so. Weißt du, so machst du das, dann holst du so eine Schrotflinte, die flößt wenigstens mal ein bisschen Respekt ein, dann hauen die anderen wenigstens ab. Okay, dann lassen wir die Schrotflinte gleich drin, weil wir wollen ja nicht, dass der Typ abhaut. Wir wollen ja, dass er da bleibt. In dem B-Gebiet bist du verrückt, glaubst du, da lasse ich eine Schrotflinte im Wagen? Also, vielleicht im Wagen, aber... Ich wollte gerade sagen, im Wagen darf er bleiben. Wir müssen jetzt eh dahin, oder? Oh Gott. Genau. Ja. Lass uns doch einfach mal hingehen. Wenn die Bullen kommen, habe ich ein Riesenproblem. Das ist euch bewusst, oder? Sollen wir auf meinen Wagen umsteigen? Der ich fahre meinen Wagen noch kurz nach Hause und dann... Okay. Da spricht ja jetzt auch nichts dagegen. Gut. Meiner müsste okay sein. Den würde ich auch einfach hinter uns herfahren lassen. Das Ding ist nur, dass keiner das Ding als einen Wagen deklariert, ne? Dann machen wir es so. Ich fahre meinen Wagen kurz weg. Sag doch dem Autopilot einfach, der soll wegfahren. Ja, da wo ich den Wagen hin. Ich will den Wagen, der Wagen soll bei Alex sein. Also weißt du, da fährt auch kein Autopilot mehr. Da fährt er nicht mehr alleine. Ich bringe ihn da hin, ich komme dann kurz dahin, sagen wir halbe Stunde und dann bin ich soweit. Okay. Dann hier, da, Stadtplan, da, wo das rote Kreuz ist, da könnt ihr mich dann abholen. Okay? Wo ist denn das rote? Ach so, okay. Ja, okay, machen wir. Bis später. Bis dann. Bis die Tage. Ja, was heißt bis die Tage? Bis gleich. Ja, Mausi. Bussi. Jojo fährt ihren Wagen weg. Wie kommt die eigentlich gleich dahin, wenn sie ihren Wagen wegfährt? Das rote Kreuz, glaube ich, nicht gedacht. Das Denk rote ich auch. Kreuz, da wo sie das rote Kreuz gemacht hat, das hat sie auf einem Stadtplan gemacht. Das ist, Moment. Ich hoffe, auf einem digitalen Stadtplan. Da ist es. Oder da, ja, von mir aus, irgendwo halt. Okay. Hol sie einfach an zwei Stellen ab. Da, wo der Spielleiter es gemacht hat. Wer hat das erste? Das rechte. Das rechte auf vier, okay. Gut, da holen wir es ab. Da am Rand halt. Pink Panther. Gut, ja, ihr holt sie dann später dort ab. Das ist ja nicht so das Problem. Sie steht da mit ihrem Skateboard unterm Arm. Okay. Ja, dann ladet ihr sie ins Auto und fahrt dahin. In ein B-Gebiet. Gut, also wenigstens kann Billy ihren Pelz anbehalten. Sweet. Er steigt aus, auf dem Parkplatz der Caramel Lounge. Bewegt euch dann langsam zu diesem Etablissement. Wo wir elegant. Wohl der übel auch diesen Sinn anhaben müssen. Müssen wir? Uns alle ja, ihr seid in dem B-Gebiet. Mhm. Ja, okay. Ja, hast du denn sowas wie einen Sinn? Ich hab sowas wie einen Sinn, ja. Okay, cool. Ihr habt alles sowas wie einen Sinn. Ja, ein bisschen so ja. Was ähnliches. Ja, auf euch zu kommt dann noch kurz vorher ein Typ. Billy und Flummi können sich extrem dunkel daran erinnern, den irgendwo schon mal gesehen zu haben. Es ist ein Polizist. Oh, no's. Oh, welcher? Yeah. Nein. Nein, nicht der von Billy. Nein, keine Angst. Der sieht so relativ jung aus. Viele Sommersprossen, rote Haare, nicht gefärbt. Hexe. Mit einem leicht schlenkernden Gang. Kommt auf euch zu. Runzelt die Stirn, als er Billy und Jojo erblickt, bleibt stehen. Kenn ich denn den? Ach, du hast fotografisches Gedächtnis. Du darfst würfeln, Billy nicht. Ich darf würfeln. Während sie würfelt, dürfte ich meine, Kabam, fünf Erfolge, sag's mir so. Bitch. Dürfte ich meine, mein Auge, neu aufgefüllt haben mit, Rauch, Gas. Na, im Auto oder so hast du es gemacht, während wir Jojo warten, ja, kein Ding. Genau. Gut. Jo, also der Typ, ne? Der sieht aus wie von der Tanke. Bulle? Ey, Billy! Hä? Das ist der Typ von der Tanke! Der Typ von der Tanke? Das ist der Typ von der Tanke! Der Typ kommt auf euch zu, seine Stirn runzelt sich. Jojo grinst breit. Hi, Typ von der Tanke! Textnachricht an Jojo. Tanke? Ja, das ist der Typ von der Tanke! Guten Abend. Hallo! Dürfte ich bitte mal ihre Sinn sehen? Nein, ich bin nicht der Typ von der Tanke. Ich bin Polizist. Ja, welchen Namen hast du sonst?
Meine Dienstnummer können Sie hier ablesen. Dürfte ich jetzt bitte kurz einen Einblick in Ihre SIN haben? Deinen Namen auch? Ey, hallo, komm, wir sind doch schon quasi per Du. Wir waren nie per Du. Ihr habt mich irgendwie angerufen und genervt. Und jetzt würde ich bitte einfach kurz einen Blick auf eure SIN werfen. Moment, Sibylle möchte gerne eine Aktion bringen. Darf ich lieber SL? Was denn für eine? Sie möchte quasi zu ihm hingehen, ganz vorsichtig, nicht irgendwie mit ruckartigen Bewegungen, zu ihm hingehen, zu ihm sagen, hallo Schatzi, Mensch, ich wollte noch unbedingt deine Nummer vom letzten Mal haben und ihn so mit leichter Hand um den Arm, also um den Hals quasi so betüdeln, bezirzen. Naja, der hat euch in extrem schlechter Erinnerung, wie es aussieht. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht funktionieren wird. Ich öffne meine SIN direkt für ihn und sage, hier, bitteschön. Da ist meine SIN. Jojo öffnet ihre SIN nicht ganz so direkt, aber sie öffnet ihre SIN. Muss ja wohl. Und bietet. Mensch, bist du heute Abend auch hier, sag mal? Ich bin offensichtlich im Dienst. Ah, das heißt, wir dürfen gar nicht mit dir so richtig reden, wie wir sonst gerne würden, ne? Offensichtlich nicht. Das ist eigentlich sehr schade. Mensch, dann könntest du wahrscheinlich mir auch nicht deine Nummer auf ein Comlink schieben, ne? Mensch, für deine Freizeit, das wäre so toll. Ich stehe nicht auf Kerle. Ah. Autsch. Ich bin ja aber auch kein Kerl. Gut, ihr seid offensichtlich geladen als Zeugen in irgendeiner Angelegenheit bei Parashield. Aha. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich davon höre. Ja, das ist klar, weil hier auch steht, dass es nicht übermittelt wurde. Weiß ich nicht warum. Ihr seid aufgefordert, euch in den nächsten 24 Stunden ab jetzt, ich gebe euch hier den digitalen Wisch, bei denen zu melden und eine Zeugenaussage zu machen bezüglich irgendeiner Sache. Was weiß ich, das geht mich auch überhaupt nichts an. Solltet ihr dem nicht nachkommen, ist sowohl die Polizei als auch Parashield quasi rechtlich in der Lage, euch von jedem Ort abzuholen und mitzunehmen, 24 Stunden festzuhalten und so weiter. Alles verstanden? Ja, Herr Klar, Polizist. Kein Problem. Gut, dann wünsche ich noch einen wunderschönen guten Abend. Danke dir auch, Christoph. Tankwart. Er geht. Als er weg ist, schaut ihr zu den anderen beiden. Scheiße. Fuck. Ich schaue so zu euch beiden. Warum musste der jetzt heute hier sein? Irgendeine göttliche Macht das von uns wollte. Nein, keine Ahnung. Weil, was weiß ich nicht, was scheiße. Okay, da machen wir uns nachher Gedanken drüber. Jetzt 24 Stunden haben wir Zeit, um da zu der Vorstellung von den Bullen zu gehen. Wenn die meine SIN nochmal kontrollieren, wenn die bei den Bullen kontrollieren und das die falsche Polizeidienststelle ist, bin ich sowas von gefickt. Und nicht auf die gute Art. Das gute Art. Wieso falsche Polizeidienststelle? Okay, können wir das jetzt... Später. Ja. Erstmal gucken wir uns jetzt nackte Frauen an. Oh. Steppy, yeah. Titten. Ja. Hol sie dir, Tiger. Go. Arr. Er geht auf die Karamell-Lounge zu, der Türsteher hat einen guten Tag, beziehungsweise seht ihr halt... In der Kombination sieht's halt aus, als wärt ihr irgendwie ungefährlich... Niemand hat eine Schrotflinte dabei, von daher ist alles okay. Kombination, okay. Na, ich meine, die Kombination, ist der Ork allein, den hätte er vielleicht aufgehalten, aber mit den zwei Bitches, weißt du, komm, der macht noch nichts. Ist ja harmlos. Richtig. Ich wollte gerade sagen, ist Billys Sinn nicht auf Frau? Ja, das hat mich eben auch gewundert. Ich wollte aber unserem SL nicht ans Bein pinkeln. Ich glaube nämlich, der mag nicht, dass wir gute Laune haben. Hä, verstehe ich nicht. Was meinst denn du jetzt? Der hat gesagt, ich stehe nicht auf Männer. Ja, du weißt ja nicht mehr, was Silvester gelaufen ist mit dem Typ von der Tanke. Apparently, bei der Nähe bei dir an. Man weiß es ja wirklich nicht. Gut, in jedem Fall, ihr betretet den Stripclub, das typische leicht abgedunkelte, mehrere Räumchen, Stangen, Typen auf Sesseln mit Frauen auf und neben ihnen, bla. Ja, definitiv erstmal gucken, was am Bach ist. Was ist? Was am Bach ist. Ich glaub, diese Redewendung ist mir fern. Erstmal gucken, was so hier los ist. Das ist, ich glaube, eine sauerländische Variante davon. Hätte ich fast drauf selbst kommen können. Tue ich aber nicht. Also Typen, die viel zu viel Geld für ein Glas Cola ausgeben, während Frauen sie betanzen und sie ihnen Geld in Slips schieben. Natürlich ist es
wird, kann man wirklich noch viel, viel Bargeld abheben. Das ist ja sonst immer ein bisschen schwierig mit echt Geld, aber ein Credstick in der Unterhose macht sich nicht gut, deswegen, ja, halt das Übliche. Es sieht schon aus, als wäre das ein bisschen hochwertiger als irgend so eine Bar, wo nackte Frauen tanzen in anderen Gebieten. Es sieht hier halt echt schon aus, als wäre das für etwas, also für Studenten und Leute, die ein bisschen mehr Geld verdienen. Yay! Ja, wir suchen uns einen schönen Platz. Achso, es ist kein ganzes Star, falls ihr das meint. Also, ich wollte gerade sagen, dass wir uns jetzt an irgendwo schön an den Laufsteg ransetzen, nah zu den Tänzerinnen und was zu trinken bestellen. Und dann sondieren wir den Club aus. Weil ich möchte eine der Bunnies, die da rumrennen, fragen, ob sie den Typ schon mal gesehen haben und wann der normalerweise hier ist. Das ist mein Plan. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein, da geht's ja richtig rund in der Session 5 bei den White Russians. Jojo schießt irgendwelchen Möchtegern-Gängern mal eben kurz in die Fresse rein. Die drei versuchen weiter irgendwelche Informationen rauszubringen über den Bruder und müssen wieder mal darum kämpfen, dass sie nicht irgendwie von der Polizei oder von irgendwelchen Korbbullen gecasht werden. Und im Endeffekt ging's nicht mal näher an die Auflösung des eigentlichen Falls, was mit Stefans Bruder denn passiert ist, heran. In Session 6 wird es dann wohl darum gehen, wo Steppys Bruder jetzt wohl endgültig verblieben ist oder auch nicht, wer weiß. Ne? Man weiß bei den dreien ja nie genau, wo es hingehen wird, aber ich kann euch so viel sagen, es wird interessant werden. Session 6 wird viel gelacht und da wird auch wahrscheinlich der ein oder andere nochmal denken, holla, die Waldfee, was sind denn das für Typen eigentlich hier? Naja, wie dem auch sei, wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören. War mal wieder klasse, hat uns viel Spaß gemacht, hoffen natürlich auch, dass es euch Spaß gemacht hat. In diesem Sinne sagen wir auch Dankeschön wie immer an die Leute vom Hidden Grid und auch an Plüschgranate, die Jungs von Victory Road. Geilen Job, den ihr macht. Wir hoffen natürlich, dass da auch bald wieder mehr kommt von allen beiden Gruppen und wünschen euch natürlich alles Gute von unserer Seite und hoffen, dass ihr auch wieder bei der nächsten Session dabei seid. Viel Spaß, alles Gute, haut rein, macht's gut. Tschüss! Die White Russians laufen unter der Common Creative License. Deswegen sollen wir euch darauf hinweisen, dass wenn ihr gerne unsere Stücke verwenden wollt, dann bitte edit ein Label. Die Marke Shadowrun gehört TOPS, der Firma TOPS Incorporated. Das heißt, sämtliche Rechte an dem Namen und auch an sämtlichen Namen in Verbindung mit TOPS und Shadowrun gehören TOPS. Wir haben nichts damit zu tun. Die Anfangs- und Endmusik von den White Russians kommt von Kremlkrauts, genauer Ivan Ivanovic und den Kremlkrauts. Alles zu finden auf Soundcloud, auch unter der Creative Commons License.